Ein neuer Lego Star Wars The Skywalker Saga Trailer zu Galactic Edition und den 6 neuen DLC Packs zeigt so gut wie alle neuen Charaktere, die wir bekommen werden. 28 wurden in dem Trailer gezeigt, 30 werden wir aber insgesamt bekommen. Und leider aber auch nicht, und das ist die schlechte Nachricht, wie wir das alle eigentlich wahrscheinlich erwartet haben, direkt zusammen nächste Woche am 1. November, sondern wie das auch schon bei Character Collection 1 war, zeitversetzt. Also nächste Woche erscheinen erstmal das Clone Wars Pack zusammen mit Captain Rex, Savage Opress, Asaya Ventress, Gar Saxon und Darth Maul. Und dann auch noch als zweites Pack das Summer Vacation DLC mit Finn im Sommeroutfit, Palpatine im Badeanzug, Obi-Wan mit Hawaii-Hemd, Darth Vader und R2-D2. Und dann zwei Wochen später, am 15. November, erscheinen wieder zwei neue Packs. Dann nämlich das Rebels in Kenobi DLC mit Ezra, Kanan, Thrawn, Hera und Sabine. Und im Kenobi-Pack sind dann Reva, Ben Kenobi, wer hätte das gedacht, der Großinquisitor, der fünfte Bruder und auch eine weitere Variante von Darth Vader mit dabei. Und dann nochmal zwei Wochen später, also am 29. November, kommt dann noch das Andor und Book of Boba Fett Pack raus. Hier sind dann Cassian, Luthen, Cyril Khan, Deedra Miro und Bix dabei. Und bei Boba Fett sind Cat Bane, Cobb Vanth, Chrysanthemum, die Waffenschmiedin und Pelimoto mit enthalten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch die Character Collection 2 holt oder generell überhaupt ein einzelnes Pack davon.